War's gut? Ja, okay. Okay. Gut. Wer kommt von draußen noch rein? Ihr steht da Ich noch? glaube, alle, die da sein wollen, sind da. Sind da. Das ist auch schon mal schön. Manchmal sitzt man in so Abschlussrunden mit einem ganz kleinen Häufchen Leute. Also Wir ziemlich sind cool, ganz dass so viele. viele noch da Ja. sind, sowohl offline als auch online. Ja, die LostCon kommt so langsam zum Ende. Traditionell machen wir ja immer am Ende nochmal so eine kleine Abschlusssession. Ich habe ein, zwei Kuriositäten rausgesucht, die im Discord vorbeigeflogen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gepostet hat. Ich hoffe, man kann das sehen. Gerne, wer das gepostet hat, in den Chat schreiben. Das kann kein Zufall sein, stand da im Chat. Heute ist World Meerkat Day. Und wenn man sich mal anschaut, hier, wofür die Meerkats diesen World Meerkat Day haben, ist, dass sie incredible social continually work together as a group. A few watch the predators while others search for food. Also diese Aufgabenteilung, ja, das ist eigentlich genau das, warum wir das Meerkat oder das Erdmännchen als Maskottchen ausgewählt haben. Also wir müssen gucken, dass wir diesen World Meerkat Day irgendwie in Zukunft auch in die LostCon einbinden. Von der Orga fand ich spannend, Fundstücke, das ist auch irgendwo im Chat vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt aus der Enterprise 2.0-Zeit. IBM, E-Mail is where knowledge goes to die. Mit so einer komplexen hybriden Veranstaltung wie der LostCon hat man natürlich immer so ein bisschen Angst, dass zu der Zeit, wo es dann losgeht, alle suchen ihre Ticket oder ihren Beitrittslink oder wo sind die Teams-Links und so weiter und so weiter. Ich habe mir mal die Statistik auf dem großen Dashboard rausgelassen, auf dem E-Mail-Account. LostCon@lernos.org sind in den letzten 2 Tagen genau 2 E-Mails angekommen. Und auch das Thema Social Tools Chat nebenher. Discord gab es ja auch einige, die so ein bisschen gesagt haben, ah, passt das Discord, ist das nicht was für Gamer? Von 184 angemeldeten Erdmännchen und Wesen haben wir 210 auf Discord bekommen. Und die Piwi ist auch da. Die Piwi ist auch da und wenn die Piwi da ist, sind alle da. Nee, also ich glaube, das ist was, was auch gut funktioniert. Was ich auch gern machen würde, weil das finde ich für die Zukunft spannend, kleine Schalte nach Bern. Ich finde diesen Ansatz von diesen dezentralen Lokationen, also dass Leute, die nicht hierher kommen können, irgendwo sich treffen und halt mehr Erdmännchen, 4 bis 9 haben wir gelernt, sind als nur wir hier. Das finde ich spannend und vielleicht, wenn ihr von Bern aus noch mal ein bisschen berichten wollt, wie das bei euch war, wie das funktioniert hat, wie ihr uns mitbekommen habt, gerne euer Mikrofon. Ja, hallo Simon, liebe Lernos-Community, ganz liebe Grüße aus Bern. Wir haben wirklich 2 tolle Tage mit euch verbracht. Also die Energie von der Burg in Nürnberg war wirklich spürbar, hier auch bei uns. Gestern waren wir noch als größere Gruppe unterwegs zu 12. Also wir haben uns mehr als verdoppelt zum letzten Jahr hier als Satellitenstandort, was uns schon mega freut. Und ja, haben vor allem neben natürlich den unfassbar vielen coolen Lightning Talks und Sessions heute, wo wir die ganzen Inhalte erst auch mal sacken lassen müssen, vor allem auch gestern so die Netzwerkgelegenheit so am Vormittag, über Mittag wirklich genutzt, also gestartet mit den 3 Reflexionsfragen, die ihr ja mitgegeben habt. Und ja, die Diskussionen sind dann natürlich weitergegangen und breitergegangen. Und ich glaube, da haben wir alle viel mitgenommen und selbst wir haben am Abend dann noch in kleiner Runde ein Prompt-Battle veranstaltet. Und ja, Ja. unsere kreativen Ergebnisse könnt ihr bei uns im Discord-Room Bern sehen. Wir haben uns auf ein faires Unentschieden geeinigt und sind als Sieger alle nach Hause gegangen. Sehr schön. Sehr schön. Das Hybride hat für euch geklappt. Habt ihr uns immer gut gehört, gesehen? Gibt es da irgendwas, was wir nächstes Jahr besser machen können? Also es gab ja einen orangenen Würfel, der so ein bisschen ja, Schwierigkeiten hatte, Mikrofonwürfel. Den haben wir natürlich auch gemerkt, aber ansonsten tipptopp, super. Also wir haben uns nie abgehängt gefühlt. Wenn ihr den Raum noch habt, wo der war, dann postet es gerne in den Chat, dann Mordor. schauen wir uns die noch. Mordor? Naja, ist ja klar, Mordor. Ja, okay.
Und was man bei euch auch schön sieht, wir haben den Merch-Shop so gemacht, dass ihr euch die Sachen immer customizen könnt. Also wenn es sowas gibt wie LostCon in der Schweiz, kann man sich immer da auch Texte mit dazu generieren. Da hatten mich ein paar angesprochen, wie geht denn das? Das werden wir nächstes Jahr auch noch ein bisschen besser kommunizieren, weil man da natürlich Schwerpunkte legen kann. Super, vielen Dank euch. Dann kommen wir zu so einer Runde. Wir machen ja immer am Ende einmal so eine kleine Feedback-Runde. Also zum einen haben wir einen Feedback-Bogen. Sekunde, den muss ich mal hier öffnen. Seht ihr mein Fenster hoffentlich? Und den präsentiere ich mal. Wahrscheinlich ist der QR-Code hier zu klein. Eventuell kann Nicole oder Sandra den Link in den Chat stellen. Wir haben immer so klassischerweise so ein paar Fragen, die wir euch fragen. Aber was ja am Ende der Konferenz immer spannend ist, ist auch die O-Töne zu hören. Also wir machen immer zum Schluss so eine kleine Open-Mic-Session. Das bedeutet, wer jetzt einfach was sagen will, was hat euch gut gefallen, was können wir das nächste Mal besser machen, wäre jetzt der Zeitpunkt dazu. Online würde ich sagen, meldet euch einfach, das sehen wir. Und hier im Raum hebt einfach die Hand, dann kommt das Mikrofon zu euch. Na, und ihr könnt dann gerne auch im Nachgang das ausfüllen. Das ist sozusagen nur, damit wir das auch insgesamt einfangen. Und ich sehe, die erste Stimme kommt schon von online mit der Marina. Vielleicht hast du da einen Blick drauf, Nicole oder Sandra. Dann könnt ihr mir das immer ein bisschen reinrufen. Hallo. Also, ich bin das erste Mal hier und gleich online. Ich kenne zwar ein paar Kollegen, unter anderem den Thomas Schmidt, der mich hier überhaupt hergeholt hat. Aber die sind alle vor Ort. Das heißt, ich habe auch niemanden, mit dem ich mich hier quasi online von meinen alten Bekannten unterhalte nebenbei. Und dennoch fühle ich mich super inkludiert, muss ich sagen. Und ist tatsächlich auch die erste hybride Konferenz, die ich je gemacht habe, weil es da, glaube ich, einfach nicht so ein breites Angebot gibt. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt das nicht nur systemisch super durchdacht, sondern auch so vom Feeling, was ihr einfach so rüberbringt. Die Leute kümmern sich. In der ersten Pause ist der Hans mit uns virtuell durch die Räumlichkeiten gelaufen. Keine Ahnung, ob das geplant war oder spontan passiert ist. Die Leute reden in die Würfel und wer es vergisst, der wird darauf einfach aufmerksam gemacht. Also alle kümmern sich einfach um diese Online-Teilnehmenden. Und das finde ich total schön. Und dieses Feeling, das kommt einfach rüber. Und trotz zwei Tage vorm Bildschirm sitzen, bin ich nicht gelangweilt und könnte noch einen dritten machen. Ist das der Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr? Wir brauchen 3 Tage. Okay, da hinten die Tanja sehe ich, hat die Hand um. Ja, ich fand es wieder super und ich finde es klasse, wie ihr jedes Jahr nochmal eine Schippe irgendwie drauflegt. Was ich dieses Jahr echt cool fand, wie das mit Discord funktioniert hat. Ich finde, da sieht man gerade in den letzten Jahren echt eine Entwicklung, weil das Tool wurde super viel genutzt für die Votings, für die Absprachen. Was ich super gut fand, war, dass auch das Programm dieses Jahr da drin war und alles so schon aufgeräumt war. Ich musste nicht mehr auf dem Laptop nach einem Programm suchen oder mir ein anderes Tab suchen oder ich bin sonst immer zwischen vielen hergesprungen und das hat dieses Jahr super funktioniert. Das Netzwerken gestern fand ich cool und ich fand auch die Abstimmung der Moderation zwischen off und online, das hat dieses Jahr nochmal einen Tacken besser funktioniert wie sonst. Es war echt wie so ein eingespieltes Team. Also cool. Da hat man gar nicht gemerkt, dass das zwei unterschiedliche Welten waren. Der hybride Muskel ist gewachsen. Sehr schön, sehr schön. Da gilt übrigens ein kleiner Applaus an die Ute von der Baloa. Weil die Ute hatte sich im Orga-Team nämlich geoutet und meinte, glaube ich, weiß nicht, Ute, wenn du dich melden magst, sie betreut ohnehin 25 Discord-Server und sie würde sich auch darum kümmern, dass unser Tick besser wird und das ist hauptsächlich auf Ute zurückzuführen. Ja, wer mag noch? Online sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, ein Feedback ist auch, dass das Wetter nicht so heiß war. Das war doch gut, oder? Ja. Also Simon, du hast es so entschuldigend geschrieben, auf LinkedIn oder so, glaube ich, aber ich glaube, das war doch wirklich gut. Also letztes Jahr, also haben wir doch, ja. Ist doch gut organisiert vom Team, würde ich sagen, oder? Also letztes Jahr hieß es soll nicht so heiß werden, das haben wir jetzt umgesetzt. Wir können jetzt dieser Feedback geben, ein bisschen wärmer, aber doch schön. Der Harald, genau, hier vorne. Du oder ihr, das ganze Team hat sich ja wahnsinnig auch Mühe gegeben für das ganze Thema Nachhaltigkeit, möchte ich einfach auch mal wirklich betonen. Also ein großer Applaus, es geht los bei den Badges und so weiter und ich möchte die Badges gleich mal zum,
zum Anlass nehmen, vielleicht jedem so ein bisschen Gedanken zu machen. Du hast aufgerufen, wir sollen die Lanyards vom letzten Jahr vielleicht nehmen, dass wir keine neuen brauchen. Ihr habt die Badges jetzt so gemacht, dass da NFTs drin sind. Das heißt, ich kann da drauf mein LinkedIn-Profil machen. Ihr könnt dieses Ding ja eigentlich das ganze Jahr über verwenden und dann nächstes Jahr vielleicht wieder bringen und vielleicht euch bis nächstes Jahr auch mal informieren, was kann man denn damit alles machen. Weil das Ding hat echt einen Hauchen Potenzial, wie QR-Codes ja auch. Aber wenn wir diese ganzen einzelnen Technologien, die du ja auch immer anbietest und die das Team dann auch einbaut, wir professioneller werden, dann wird es auch immer fließender und immer natürlicher. Also vielen Dank für die Nachhaltigkeit und nach der Voranstellung ist vor der Vorstellung, oder wie war das? Sehr schön, danke. Ja. Das ist vielleicht ein Satz dazu. Wir hatten tatsächlich von diesen Einsteckhüllen, weil wir euch ja gebeten haben, wenn ihr welche habt, die mitzubringen, glaube ich, auch nur 80 bestellt oder 70, weil wir dachten, die hat natürlich jeder rumliegen. Dann kam irgendwann der Hans zu mir oder der Frank und meinte so, die ersten 10 Leute sind da und 9 hatten keine Einsteckhülle dabei. Deswegen habt ihr verschiedene Leute gesehen, die das jetzt hier mit Tape hingeklebt haben. Also frei nach MacGyver mit einem Schweizer Messer und Klebeband kriegt man alles hin. Das wäre halt für die Zukunft quasi so eine kleine Bitte, ne? Wenn jemand da sowas rumliegen hat oder wir sammeln jetzt auch die übrig bleiben, könnt ihr gerne am Eingang wieder hinlegen, wenn ihr sie nicht braucht. Also nur die Hüllen, die Lanyards könnt ihr natürlich mitnehmen, ne? Weil wenn wir jetzt 200 bestellt hätten und dann wäre nichts gewonnen, weil dann liegt es im Lager und ist da trotzdem produziert. Ne? Okay, haben wir noch jemand? Ja, ich habe noch was zur Nachhaltigkeit. Ich wollte euch was empfehlen und zwar die Dokumentation Plastic Fantastic habe ich kennengelernt in einem Projekt mit dem Goethe-Institut und da war auch die Autorin dabei und das war eine Dokumentation, die mich wirklich verändert hat beim ersten Mal schon und beim zweiten Mal, jedes Mal, wenn ich Plastik sehe und Plastik rein, dann kriege ich irgendwie das Kotzen. Mhm. Und also das ist wirklich eine Dokumentation, die ist, glaube ich, auch in ARD. Ich habe es gerade geguckt. Schaut euch die an und das wird euch verändern. Sehr schön. Danke dir. Postest du uns den Link nochmal in Discord? Danke. Moik, Gerlinde, Frank. Online ist so still. Keine Stimmen von online? Online ist es wirklich sehr still. Aber immerhin habe ich den Link jetzt gerade zu dem, was Stefan gesagt hat, schon gepostet. Wir sind also da. Da haben wir einen Frank hier vorne. Also was mir vom Infodesk total gefallen hat, ihr habt die alle mitgebracht und ich habe ja heute Morgen ein bisschen Eingangskontrolle gemacht. Das war so entspannt zu sehen, wer gehört dazu und wer nicht. Also vielen Dank. Und wenn ihr die nächstes Jahr wieder mitbringt, dann ist das wieder entspannt. Jetzt weiß ich, ja, ist an. Ich fand ganz toll, dass wir die Barcamp-Lösung dieses Jahr super umsetzen konnten, dass sich so viele gefunden haben, die spontan ihren Beitrag dazu gebracht haben. Also Respekt, muss ich sagen. Vielen Dank an alle Barcamp-Beteiligten. Da die Piwe außen, gern auch Stimmen zum WLAN, ob das gepasst hat. Das war ja letztes Jahr wackelig, das haben wir versucht zu verbessern, aber Piwe erstmal. Was ich echt sehr angenehm fand, war den gestrigen Morgen. Also ganz entspannt hier anzukommen und wirklich viel Zeit zu haben, in Austausch zu gehen, also wirklich so ein bisschen zur Arbeit nehmen. Also das fand ich einen sehr, sehr schönen Einstieg. Das sollte auf jeden Fall beibehalten werden. Der Coworking-Slot früh, ne? Ja. Okay. Daumen hoch vom Jochen dazu. Nicht, das aus, du hast das ausgemacht. Das Pitchen im Coworking, also im Discord und das Abstimmen und das Vorstellen fand ich super gut, weil das nochmal eine Dokumentation, auch wenn man es jetzt nicht gemacht hat, kann man nochmal drauf gucken, wer hat es gemacht und mega. Ja. Mach mal wie beim Prom-Battle gestern, wer ist dafür, dass wir diese Hälfte-Hälfte beibehalten, also Hälfte vorab festlegen? Ja, macht ruhig mit Applaus. Wer ist dafür, dass wir alles wieder vorbelegen? Oh. Für die Online, ich habe ja gerade so eine Nadel fallen hören. Okay, bestimmt gibt es auch ein paar Sachen, die wir verbessern können. Sabrina, sehe ich ja die Hand oben. Hast du was? Zumindest nicht?
Scusi, sollte nicht. Alles gut. Sollte nicht. Okay, also gibt es irgendwas, was wir besser machen können? Florian? Mehr Kuchen. Mehr Kuchen, okay. Wie viel mehr Kuchen? Das kann abbekommen, okay. Und glutenfrei. Okay, glutenfrei, ja. Da hinten, schau mal, am Tisch. Ich habe noch zwei Punkte. Also ich bin das erste Mal dabei. Ich würde mich nochmal erstmal bedanken für dieses Ganze am Anfang, auch diese WebEx vorher letzte Woche. Das war eine super Hilfe im Vorfeld, um sich einfach hier so ein bisschen einzustimmen und auch die Aufnahme hier, Frank. Das war echt super klasse. Jetzt zu deinem Punkt. Also ich hätte mir für heute gewünscht, es gibt viele tolle Themen, es war aber sehr, sehr gehetzt. Und weil bei dem einen oder anderen, ich will nicht sagen, dass sie überzogen haben, aber man hat ja eben halt länger gesprochen und dann ergaben sich viele Punkte, wo man hätte gerne noch mal ein Gespräch geführt. Aber dann musste man schon gucken, oh Gott, wo bin ich denn jetzt, wo muss ich jetzt wieder hin? Und wenn man dann nicht sofort den Link gefunden hat und dann nicht reinkam und dies und das und jenes, fand ich ein bisschen schade, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt, weniger ist manchmal mehr. Oder aber, dass man bestimmte Sessions nicht nur am zweiten Tag macht, sondern vielleicht auch schon auf den ersten Tag nimmt, um einfach das so ein bisschen zu entspannen, um diese nicht nur 15 Minuten zu haben, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Also war letztes Jahr das Feedback, dass der erste Tag zu voll war, deswegen haben wir den ein bisschen ausgeräumt. Muss man gucken, wie man da die Balance findet. Ja. Okay, dann vorne, Jean-Claude, du hast es schon sogar. Ja, vielleicht noch ganz kurz jetzt zu meinem Vorredner, vielleicht auch die Idee mitzunehmen. Was ich schade finde, wir haben heute irrsinnig tolle Diskussionen gehabt, aber es ist tatsächlich so, wir gehen immer von einer Session zur nächsten, hat man noch ein paar Minuten Zeit mit dem einen oder anderen zu reden, aber was schön wäre, wäre einfach danach, wenn wir da noch einen Slot hätten oder eine Zeit hätten, wo wir ein bisschen mehr Networking machen können, einfach da nochmal das Gespräch zu suchen, weil wir hatten zwar den Kuchen, aber sind mit dem Kuchen mehr oder weniger noch reingekriegt haben, hier reingestürzt. Und ich glaube, das wäre ganz gut, danach einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Also da vielleicht, wir haben jetzt versucht, dieses Jahr erste Mal zu experimentieren mit diesem Coworking Space, der ja während die Sessions laufen eigentlich frei ist. Mir geht es auf ganz vielen Veranstaltungen im Barcamp so, ich habe eine Session, ich spreche mit Leuten und dann bleibt man hängen und bleibt den ganzen Tag am Tisch sitzen und bespricht nach. Und da muss man halt den Mut haben zur Lücke und sagt, dann verpasst man halt Sessions. Ne? Weil sonst muss man, glaube ich, vom Zeitraster, entweder dauert es dann viel länger oder man muss wirklich über den dritten Tag nachdenken. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber Ellen. Ja, genau. Das ist auch mein Part letztendlich. Am zweiten Tag ist es wirklich schön getaktet. So 5 Minuten länger oder 10 Minuten länger wäre gut. Aber ich verstehe es. Man ist irgendwie immer so in so einer Entscheidungsproblematik. Ich fand es toll gestern, dass von euch die angeleitete Session dann auch, also das fand ich mega, weil ich glaube, dass es auch die Newbies, sag mal, man ist einfach schneller reingekommen und sag mal, die Älteren, die schon ein paar Mal mit da waren, für mich war es das zweite Mal, da hat man halt dann auch nochmal andere Berührungspunkte gehabt und ach, schön, dass du auch da bist. Ne? Also das fand ich toll. Für mich ganz persönlich war die anschließende Netzwerkrunde bis, was hast du angekündigt, 16 Uhr, schieß mich tot, ein Ticken zu lang, die Pause. Dann, aber das war mein persönliches Empfinden, weil irgendwie war man dann so in so, jetzt könnte man eigentlich, ja. Und dann saß man halt und hat diese wundervollen Lightning Talks gehabt, ne? Aber eigentlich war das für mich so, für mich ganz persönlich gefühlt so ein Bruch. Man war so, ne, vielleicht da. Okay. Ja, sehr gut. Dann gehen wir erstmal nach online, weil wir haben es von Nicole die Meldung. Sekunde. Gib Patricia den Vorrang. Ah, okay. Stimmt. Okay, hallo. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Auch online war das total gut organisiert. Super, super Begleitung, die Damen hier. Es waren alles Damen, glaube ich, die uns online begleitet haben. Danke vielmals. Ich würde mir wünschen, dass
der Satellit Bern noch besser eingebunden würde irgendwie. Dass wir gestern bei der Aufgabe da wussten wir gar nicht, wie sollen wir jetzt, sollen wir raus, damit wir nicht irgendwo in eine Gruppe geschoben werden etc. Das würde ich mir sehr wünschen. Und sonst halt online finde ich jetzt das Getaktete sehr, sehr angenehm. Da hat man halt nicht jemanden, außer man ist an einem Standort, wo man sich austauscht. Das ist halt der Unterschied, denke ich. Herzlichen Dank, es war außerordentlich spannend. Sehr schön. Das wäre vielleicht nächstes Jahr was für die Planung, weil wir haben, ihr hattet uns dazu gerufen, es gibt einen Standort Bern, aber so richtig in das Konzept haben wir quasi noch zentral hier alle und remote die Leute einzeln. Ne, vielleicht finden wir für nächstes Jahr 1, 2, 3 Leute, die an anderen Stellen Satelliten machen. Und dann würden wir quasi dafür sorgen, dass wirklich dieses Satellitenkonzept auch in die Konzeption von Anfang an mit eingebunden wird. Würden euch auch mit einbinden und das absprechen. Ne? Das wäre total spannend, ja. Jo, danke dir. Wo haben wir da hinten? Ja, Marie. Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Mir hat es dieses Jahr von der Aufteilung persönlich besser gefallen als letztes Jahr. Also von daher für mich genau die richtige Richtung. Ein Vorschlag noch zum Thema, wir gehen aus den Sessions raus und es war so ein bisschen gehetzt. Ich habe das Gefühl, häufig sind noch Themen offen, die man vielleicht gerne noch weiter diskutieren würde. Vielleicht kann man da tatsächlich als Session-Owner nochmal 1, 2 Wochen später einen Termin anbieten, dass man halt sich gemeinsam hinsetzt und sagt, okay, wir diskutieren das nochmal weiter oder gucken, was daraus entsteht. Also gerade auch Richtung Leitfäden und so weiter, wäre das vielleicht ganz, ganz spannend. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist eh was. Ihr kriegt ja eh nochmal eine Mail irgendwie. Wir werden den Discord-Server LostCon jetzt wieder offen lassen, bis dann die ganzen Recordings auch da sind, bis ihr euch die Links rauskopiert habt. Aber wir haben einen Discord-Server quasi in den allgemeinen und auch eine Community-Plattform und die ist natürlich die anderen 363 Tage im Jahr auch aktiv. Das heißt, da gibt es einen Community-Kalender, da kann man Sessions anbieten, so wie die Leitfaden-Teams sich treffen. Also die Idee, klar, wie in jeder Community ist nicht, dass man nur einmal im Jahr so einen Peak hat, sondern dass dazwischen genauso Sachen passieren. Ne? Also Session-Owner, Lightning-Talk-Speaker gerne da weitere Angebote anbieten und in den Kalender reinschreiben. Nicole, wolltest du auch noch was sagen? Ja, dann erstmal online wieder. Ich wollte nur noch dazu einladen, genau das, was du gerade gesagt hast, Discord. Wir haben wirklich viel dokumentiert und auch viel in die Texte reingeschrieben, Links gepostet ohne Ende. Da auch danke dafür. Wir haben immer versucht, in den Kanälen zwischendurch mal so, jetzt geht die nächste Session los, reinzuschreiben. Aber ich glaube, ich brauche noch 1, 2 Zeitfenster, um das auch aufzuarbeiten. Und das ist ja auch ein schönes Outcome. Es ist nicht die Fear of Missing Out, sondern die Joy of Listening Later. Das ist auch ein schönes Wort. Danke dir. So, dann haben wir den Simon. Erstmal danke an dich, Simon, an Namensvetter und ans Orga-Team. Ich fand es eine wundervolle Veranstaltung und schließe mich da an. Ich habe den ersten Tag mit diesem Zeitversatz, so ein bisschen Zeit für Networking, sehr, sehr entspannend gefunden, weil das ein bisschen entschleunigt und auch das Thema mit reinbringt, sich mal mit Kollegen und Kollegen ein bisschen länger auszutauschen. Und auch für den heutigen Tag, ich habe einfach eine Session geschwänzt, weil ich war bei Carsten drin und wer bei Carsten in der Session drin ist, der weiß, es wird nie mit 45 Minuten abgetan sein. Da lohnt es sich immer noch im Nachgang zu reflektieren, deswegen habe ich danach eine Session einfach mit Carsten weiter diskutiert, kann ich nur jedem empfehlen. Also von der Orga, ich finde es super, ich fand es klasse, auch von der Entzerrung und von der Planung. Und vielleicht noch ein zweites Thema, was mir aufgefallen ist, vielleicht um die Onliner noch so ein bisschen mehr zu integrieren. Ich bin ja immer so, gucke immer nach Möglichkeiten, wäre vielleicht ein zweiter Monitor vielleicht nicht schlecht, was man vielleicht auch in Richtung Kuchenbuffet irgendwie reinkriegen, weil das mit den Räumen ist cool, die waren immer da, die Onliner, aber irgendwie vielleicht just da, wo die die Gespräche dann stattfinden, wäre es vielleicht nicht schlecht, denen so ein bisschen noch ein Gefühl zu geben, oh, jetzt sind sie alle gerade da. Also ich weiß nicht, wie es den Onlinern gegangen ist, aber so, ich kann mir vorstellen, dass sobald alle Richtung Kuchenbuffet ist und hier so der Saal eher ein bisschen leer ist, kommt man vielleicht so ein bisschen nicht mehr so ganz damit rein. Vielleicht ein zweiter Monitor, keine Ahnung wie. Ja. Nehmen wir mit. Jetzt gibt es direkt eine Meldung online hier. Dann bin ich noch. Ob wir Kuchen wollen. Ich sehe die 2 und die 3, aber nicht die 1. Wer ist denn die 1?
Ja, das Jan. Bin ich. Also ich habe mich super integriert gefühlt online und wir haben natürlich auch, während die anderen da Richtung Kuchen unterwegs waren, irgendwie weitergequatscht und uns da unterhalten. Kein Thema. Was ich noch sagen wollte, ist, dass das Thema, das ja hier zugrunde lag, ja auch kein, es ist halt ein wenig abschließendes Thema. Das heißt also, ich habe mich nicht gewundert, dass bei vielen Sessions eigentlich noch dann hinterher viel Bedarf war, irgendwie sich auszutauschen und sonst noch was. Aber das ist ja gerade in der, liegt ja gerade mit diesen KI-Themen in der Natur, dass wir da einfach keinen Endpunkt an vielen Stellen finden und dass da noch viel Bedarf besteht. Ja. Ja, danke dir. Dann sehe ich die Sabine. Hi, also wir hatten uns tatsächlich in eurer Kuchenpause weiter darüber unterhalten, dass wir beim nächsten Mal einen Kuchen backen und jeder beißt sich dann zu Hause auf den Kuchen noch. Aber wir haben ihn euch gegönnt. Sehr schön, auch eine gute Idee. Das machen wir in allen Satelliten, machen wir Kuchenservice dann das nächste Mal. So, da hinten ist noch, okay. Ja, ich bin das erste Mal hier gewesen heute. Ich bin ein Social Media Noob, also ich mache da eigentlich gar nichts damit, aber ich habe mich über diesen Chip mit so vielen Leuten verbunden. Das war ganz toll, das war eine gute Erfahrung für mich. Vielen Dank dafür. Die App ist ein bisschen grottig, aber das ist halt so, wie es ist, gell? Und dann wollte ich noch dem Manuel und dem Udo sagen, ihr seid super. Hast du das Post-it auf die Herrentoilette gehängt? Manuel ist super. Da hängt nämlich eins. Okay, ich glaube, da vorne. Ja, Stefan? Einige hatten es vielleicht mitbekommen. Ich habe gestern meinen Hund mitgebracht, den Rio. Der war auch ganz ruhig. Simon, nochmal ganz, ganz großen Dank dafür, dass ich den Rio mitbringen durfte. Ich hätte das Thema jetzt nicht für die große Runde hier aufgebracht, aber ich habe den Rio jetzt heute zu Hause gelassen, weil mich haben gestern halt auch viele Leute angesprochen, auch hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Hund auch mitgebracht. Ich kann es nicht empfehlen, weil für ihn war es super stressig und deshalb habe ich mich heute auch entschieden, ihn nicht mitzunehmen. Für so große Veranstaltungen würde ich es nicht empfehlen. Okay, ja. Aber nochmal vielen, vielen Dank. Danke dir. Okay, dann die Sandra macht das Abschlussfeedback oder hast du die Hand noch von vorher oben? Nein, ich möchte gern was sagen. Ich möchte wissen, wie weit ihr mit Bruchtal gekommen seid. Seid ihr fertig geworden? Also wenn ich da so rüber schaue, würde ich sagen, der Rohbau steht noch nicht. Da kann mal nachher jemand ein Foto in die in den Kanal posten. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Nacharbeit leisten. Also wir schließen nachher vorne ab und es kommt keiner raus, bis es aufgebaut ist. Jetzt bin ich froh, dass ich online dabei bin. Da muss ich nicht mitmachen. Nein, ich hätte es gerne hätte ich es mitgemacht. Wahrscheinlich hätte ich die ganze Zeit nur dort gesessen und gebaut. Okay. Keiner kann gehen, bis es aufgebaut ist und alle Schnipsel aufgehoben, oder? So ist es. Ja, ja, okay. Genau. Genau. Also wir haben nur noch so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten. Zum einen mal, ihr habt bestimmt alle tolle Fotos gemacht oder auch Videos oder was auch immer. Nutzt gerne diesen Impressionen-Kanal und postet die da rein. Die werden wir einfach dann im Nachgang in die Doku reinpacken, die schönen auswählen, ne? Weil irgendwie, klar, der Rainer hat ganz viele Fotos gemacht, die kriegt er natürlich auch alle, aber ich denke, jeder hat aus seinen Situationen oder was ihm oder ihr wichtig war, auch noch Bilder gemacht und die können alle hier rein, wenn ihr das wollt. Zweiter Kanal, auf den ich noch hinweisen wollte, ist der Suche Biete, ne? So ähnlich wie das am Ende von jeder Veranstaltung ist, gibt es Leute, die ein Taxi zum Bahnhof haben und noch welche mitnehmen können oder der Rainer, glaube ich, sucht eine Mitfahrgelegenheit nach München. Also wenn ihr da noch irgendwas koordiniert wollt, nutzt dafür gerne diesen Discord-Kanal. Ich möchte eine Menge Leute nochmal danken, aber die kann ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen, weil dann wird man jetzt ewig noch hier sein. Aber zum einen mal, gestern ist das schon erwähnt worden, ich nenne es mal erstmal alle und dann machen wir den Applaus zusammen, sonst haben wir so viele Einzelne. Das ganze Orga-Team war dieses Jahr spitze. Wir haben eine Riesenleistung hingelegt, seit Februar daran gearbeitet. Viele Ideen auch, die wir fürs nächste Jahr umsetzen wollen. Also wer Lust hat, kann gerne auch nächstes Jahr ins Orga-Team kommen, da mitmachen, irgendwie ein Detail, den er oder sie verbessern will, übernehmen. Wir wollen das ein bisschen arbeitsteiliger gestalten. Natürlich die ganzen Session-Owner, Lightning-Talk-Speaker, alle, die irgendwie am Programm mitgemacht haben. Unsere zwei Jungs von Sound of 23,
die zugegebenermaßen gestern ein bisschen alleine Musik gemacht haben, aber sie hatten trotzdem ihren Spaß, wo wir für nächstes Jahr mal überlegen, wie kann man das hier vielleicht so ein bisschen launchiger machen, dass sich auch vom Abendessen mehr hier rein verlagert eventuell. Die haben mir gesagt, weil einige nach der Musik gefragt haben, die stellen den ganzen Mix auf Soundcloud und wir werden die dann in den Lobby-Kanal posten. Am Einlass, die Anda hat man mit beauftragt sozusagen ausgesucht, das war so ein bisschen die gute Seele im Hintergrund, die von Sticker fehlen, wann muss das Catering wo aufgebaut werden, ne? Ganz viel gemacht hat. Gleich. Ja, okay. Und ich möchte auch der Location danken, also der Hausmeister, der Pillhofer, aber auch alle, die so von der Location-Seite hinter den Kulissen mitgearbeitet haben. Wir hatten gefragt, ob wir das mit dem Goldregen machen können oder ob wir da auf die schwarze Liste kommen. Ne, da vorne hat einer den Goldregen oben in die Lampe geschossen, aber da wissen Sie schon, dass Sie so einen Kran haben, um das wieder rauszubringen. Also auch die supporten uns von Jahr zu Jahr immer super und ich denke, das Essen ist cool hier. Also jetzt gesammelt für diese ganzen Menschen und alle, die ich vergessen habe, einen großen Applaus und für euch natürlich als Teilnehmer. Gut. Genau. Famous Simon. Ja. Kurz. Also ich glaube, wir können auch nochmal ganz großen Applaus und Standing Ovations, ich würde fast sagen Standing Ovations, für unseren Vorreiter in Mittelerde oder für den Führer durch Mittelerde, wie auch immer man das bezeichnen will. Simon, vielen Dank. Danke für alles. Wir haben eine anstrengende Aufgabe noch vor uns. Die Viktoria hat letztes Jahr das Feuer, die Aufgabe mit übernommen, das Feuer dieses Jahr zu entzünden. Und die Frage ist, wer ist sich zu vielleicht 99,2% sicher, dass er auch bei der LostCon 25 dabei ist? Der oder die Person kann sich jetzt melden und der bekommt diese Fernsteuerung mit. Darf dann gleich in ein, zwei Minuten das Feuer löschen und bringt diese Fernbedienung nächstes Jahr wieder mit. Ich habe das Digitalfestival, weiß noch nicht, wie sie liegen. Also es wird wieder irgendwie Anfang Juli liegen, ähnlich wie jetzt. Das Wetter wird nicht so warm wie letztes Jahr und nicht so kalt und regnerisch wie dieses Jahr. Also mag jemand... Die ja, also, Jetta. Bleib mal hier vorne, gleich der unten rechts, wenn ich das sage. Noch nicht? Ja? Gleich, genau. Eine ganz kleine Bitte noch, ihr könnt gerne noch hier bleiben, wir haben bis 18 Uhr, können wir hier sein. Wenn ihr rausgeht, nehmt vielleicht eure Flaschen mit, wenn irgendwas rumliegt, Serviette, die ihr in den Müll schmeißen könnt. Ne? Erfahrungsgemäß, wenn 1000 Hände mithelfen, dann ist das alles ganz schnell gemacht. Das würde uns helfen. Dann würde ich sagen, löschen wir das Feuer und dann haben wir noch ein ganz kleines Outro-Video, was wir dann danach einspielen und dann schließen wir die LostCon. Also, unten rechts, Trommelwirbel.